im Sonnengrund in der Nähe der Zwielichtgasse an einer Mietskaserne, in welcher einige Büttel der Stadtgarde sich gerade um eine Leiche kümmern, treffen sich die Helden alle zusammen wieder. Diejenigen, welche aus der Stadt des Lichtes zurückkommen und die gerade die Treppe der Mietskaserne hinuntergekommen sind und der Witwe erklärt haben, dass sie sich keine Sorgen machen müsse, sondern die Garde alles von ihr übernehmen würde. Woraufhin Witwe Rumble nur gesagt hat, ja, das geht schon, ne? Ich pass ja auf. Ach, ja, Freunde, da seid ihr. Zusammen. Wir haben einiges herausgefunden. Ja, wir tatsächlich auch. Und nichts so, wirklich Schönes, ich hoffe. Wir sollen das nicht so rausposieren. Entschuldigt, Falk. Kommt, wir sollten uns irgendwo hinbegeben, wo... stehen die ich glaube, die Bandstrahler stehen noch am Tatort. Die könnten uns für etwas Ruhe sorgen. Und zwei von ihnen haben mich zum Tempel begleitet. Sie werden vermutlich noch dort sein, um die Leiche zu sichern. Gut. Gibt es einen stillen Ort, wo wir uns ungestört unterhalten können? Ja, ich könnte euch einfach ein Stück weit hier nach außerhalb führen. Also Richtung Dämonenbrache ein paar Schritt. Da sind nicht nur die Fenster nicht hin von den Häusern, sondern da ist auch kaum einer. So lange wir nicht rein müssen, ist das gut. Nein, wir müssen da gar nicht rein. Ungefähr so hier hin wohl ungefähr, nehme ich an. Also nur einige Schritte abseits der Häuser. Da läuft dann schon kaum noch jemand direkt her. Perfekt. Darf ich das Gasthaus Almada-Stube vorschlagen? Zu diesem Zeitpunkt ein Blick in den Himmel, der natürlich nicht zu sehen ist, weil wir in einem Gebäude sind. Ich denke, wir werden dort allein sein und die Integrität der Wirtin ist über jeden Zweifel erhaben. Also wir müssen Vitus sowieso und ich waren dort lange Jahre Stammgäste. Wir müssen sowieso einmal in die Stadt. Das, was wir herausgefunden haben, sagt uns, dass es für die meisten von uns zuträglich wäre, eine Weihe auf unsere Waffen liegen zu lassen. Oha. Weiter jetzt. Kasim dreht sich nochmal zu einem von den Bütteln, die gerade die Leiche abtransportieren. Ihr da! Bringt ihn in den Boron-Tempel hier im Quartier. Schwarzes Tempel des schwarzen Lichts? Ja, alles Tempel klar, Chef. Machen Lichts. Wir. Gut. Sagen die Büttel und transportieren die Leiche dorthin. Könnte sein, dass wir die Leiche nochmal brauchen. Währenddessen geht ihr in die Almada-Stube und 15 Minuten später sitzt ihr am einzigen runden Tisch in der Almada-Stube. Ihr habt einen großen Krug mit kühlem Bier und einen weiteren großen Krug Wein hingestellt bekommen. Jeder von euch hat einen Becher vor sich und die Wirtin hat einen großen Krug mit Brot auf den Tisch dazugestellt. Mittagessen, erklärt sie, gibt es erst in 2 Stunden. Entschuldigung, ihr wart schon 12 und Abendessen gibt es erst in 1 Stunde, sagt sie. Na, vortrefflich. Hab danke, die Dame. Travia, gute Arbeit. Und wenn wir dann unter uns sind, dann würde ich mich zu der Gruppe wenden und sagen, vielleicht war das doch interessanter, was ihr herausgefunden habt. Eine weitere Leiche? Oh ja, wir haben auch seinen Namen. Marek hieß er. Er war dort wohl bekannt und schon ein wenig untergekommen. Und eine Frau hat ihn besucht, die einige sehr auffällige Merkmale zeigte. Kasim hat noch etwas Genaueres festgestellt. Sie scheint wohl irgendwie mit Dämonen zu bündeln. Die Leiche des werten Marek war vor ihrem Tod von einem Dämon besessen. Dieser Dämon war vermutlich für den Mord verantwortlich. Beziehungsweise derjenige oder dasjenige, das den Dämon beauftragt hat. Ach, ich wusste, dass dahinter finstere Magie steckt. Der Dämon hat ihn dazu gebracht, nach der Tat, die er gleichzeitigerweise magisch verstärkt hat, durch erhöhte Geschwindigkeit, verbesserte Regeneration, erhöhte Stärke und alles, was man sonst für eine solche Tat
jemand mitgeben möchte. Wie gesagt, danach hat der Dämon das Opfer glauben lassen, dass es diese Tat aus freien Stücken begangen hat und für ein entsprechendes schlechtes Gewissen gesorgt. Wir haben ihn gefunden, wie er von einem Dachbalken hing. Entsprechend gehe ich davon aus, dass er sich das Leben genommen hat. Außerdem hat er sich die Augen ausgekratzt. Ob das freiwillig war oder eine Art Wahn, der durch die Geistesmanipulation entstanden war, lässt sich von mir jetzt nicht mit Gewissheit sagen. Er hat sich davor mit seiner Freundin getroffen, wie die Wirtin uns gesagt hat. Wir schienen wohl einen Hund dabei gehabt zu haben. Davon haben wir einige Haare gefunden. Mr. Kasim hat sich das näher angeschaut. Es scheint sich wohl ebenfalls um keinen normalen Hund gehandelt zu haben, sondern dieser soll irgendwie in diesen ganzen dämonischen Umtriebe verstrickt worden sein. Das heißt, die Frau ist eine Spur, die wir verfolgen sollten. Seine Freundin Ravena? Nein, da, Kasim war euer Name, richtig? In der Tat. Könnt ihr zeichnen? Er nickt. Zieht gleich, während er nickt, schon die Tasche zu sich, zieht sein Tagebuch raus, klappt es quasi von hinten auf, wo man schon immer wieder irgendwelche Zeichnungen sieht. Könnt ihr die Leiche skizzieren? Die ihr gefunden habt, die zweite. Die von Marek, der sich erhängte. Ja. Er nickt. Ja, Kasim skizziert mal. Mal ein Zeichnen. Euer Hochwürden, Travigor? Hochgeboren, aber eigentlich ist das auch eine Lüge. Ich habe mich eher hochgedient, könnte man sagen. Aber sagt ruhig einfach Travigor. Euer Hochwohlgeboren, Travigor. Ihr habt doch Ravena gesehen, die Freundin von ihm oder Verlobte? Bin ich ganz sicher. Ja, genau. Auf jeden Fall, wir haben. Meine Frage lautet dann, ihr habt die gesehen, wenn die Frau aufgezeichnet werden würde, also sozusagen so das Gesicht vor allen Dingen. Wir könnten die Frau direkt ausschließen, dass sie was damit zu tun hat, wenn wir dieses Bild zum Beispiel der Nachbarin von Marek zeigen würden und dort vielleicht fragen würden, ob sie Marek gesucht hat. Und vielleicht wisst ihr auch, ob sie einen Hund hat. Wir haben doch eine ungefähre Beschreibung von der Frau erhalten. Aber beschreib die Frau, die du doch mal gesehen hast, Travigor. Denn einige Sachen schon echt zutreffen, da müssen wir das mit dem Bild gar nicht machen. Nun, sie war etwas verschleiert, aber weißblonde Haare, sah gut und hatte gutes Aussehen und sie war diejenige, die am bestürztesten schien vom Tod von Vitus. Also ich kenne das, die Nachbarin hat die Dame beschrieben als gut aussehend, jung, blond und sportlich kräftig. So, also die Beschreibung könnte passen. Genau. Aber das ist abstrus. Ich meine, sie war die beste Freundin von Vitus. Deswegen ist es doch wichtig, sie direkt auszuschließen. Sie war seine Geliebte. Genau, deswegen ist es doch umso wichtiger, sie auszuschließen, dass wir uns nicht um sie kümmern müssen, indem wir so einen einfachen Trick anwenden, wie dass wir ihr Gesicht gezeichnet haben und das der Nachbarin zeigen. Ohne der Nachbarin zu sagen, wer das ist und ob sie das ist, die Person. Ich glaube, der Mörder könnte hier gewesen sein. In dieser Taverne? In dieser Taverne. Die Boroni haben in meinem Beisein die Leiche untersucht. Es scheint, als hätte er nicht oder nur wenig getrunken. Aber man versicherte mir, er hätte das Lokal in den Morgenstunden sturzbetrunken verlassen. Entweder er ist bereits hier vergiftet worden, oder er wollte irgendjemanden herauslocken. Wenn er wusste, dass jemand hinter ihm her sein könnte, vielleicht wollte er eine Gelegenheit bieten, um den Angreifer zu stellen. Und das hat er getan. Ihr kennt die Wirtin, habt ihr gesagt. Oder zumindest, dass sie vertrauenswürdig ist. Vielleicht hat sie die Frau gesehen mit dem schwarzen Hund oder nur die Frau. Vielleicht war die Frau auch schon hier.
die bei Marek war. Zumindest scheint er seinen Angreifer erwischt zu haben. Es fanden sich Blutreste an seinem Schwert. Allerdings steckte es in der Scheide. Ich gehe also davon aus, dass es jemand nachträglich wieder zurückgesteckt hat, um den Eindruck zu erwecken, er hätte sich nicht gewehrt. Dieser tote Marek, der hängte, hatte eine Schwertwunde. Richtig, das ist ohne Zweifel unser Täter. Ich glaube, wir haben den Täter, der den Mord begangen hat, aber die Spuren, die der Mann verfolgt hat, die haben wir nicht. Ihr sagtet, er hätte in wilder Raserei gehandelt. Meister Kasim sagte, er ist nur am Zeichnen, aber er scheint wohl besessen zu sein von einem Dämon. Ich bin kein Magier, kann so ein Dämon sein Verhalten ändern? Kann er erst in wilder Raserei und dann im nächsten Moment akribisch vorgehen? Die Widersacher sind chaotisch und böse. Niemand kann vorhersehen, wie sie handeln. Das Futter seines Mantels, seiner Kleidung und seiner Rüstung wurde aufgeschnitten. Und das nicht einfach wüst, sehr akribisch und vorsichtig, so als hätte man etwas gesucht. So, hallo, ich habe jetzt die Bestellung. Das war einmal hier der Wein und das Bier hier und da. Halberta, kommt doch einmal zu uns, bitte. Ja. Ich weiß, auch für euch ist es nicht leicht, aber wir haben eine Frage. Ja, gerne. Kommt euch dieser Mann hier bekannt vor? Und ich würde auf die Zeichnung von Kasim verweisen. Puh, sieht jetzt ja nicht so gut aus, ne? Je nachdem, wie viel Zeit vergangen ist, ist die halt noch nicht ganz fertig eben. Also, wüsste ich jetzt nicht. War er in der letzten Nacht hier? In der letzten Nacht? Also in der letzten Nacht hatten wir ein paar Leute, die hier waren. Ihr fragt nochmal wegen dem Mord, ne? Ja. Also ich weiß, dass Vitus hier war, gemeinsam mit zwei Kameraden, aber die sind schon wesentlich früher gegangen. Rowena habe ich zumindest nicht gesehen. Also das ist ja seine Freundin. Wir hatten noch zwei Händler, die kamen wohl auch aus Kuslik. Die sind aber auch wieder gegangen. Nee, den habe ich hier nicht gesehen. Nur diese Frau. Die hat eine Frau bestellt. Die aussah, als würde sie nicht in diese Gegend passen. Wirklich erkannt habe ich sie nicht. Also gehobene Kleidung, nobelblass, ein Schleier, helles Haar, ein Hund. Ja, genau die. Aber die hat nur kurz den Kopf reingesteckt in die Tür und ist dann wieder rausgegangen. Der Wirt kommt aus der Küche, hat wohl mitgehört. Ja, genau. Und dann ist der Vitus hinterhergetorkelt, oder? Das war aber später. Also ich war ja kurz noch mal draußen, um Wasser aus dem Brunnen zu holen. Und da habe ich sie dann noch draußen gesehen. Also sie war wohl noch eine ganze Zeit noch auf dem Traubenmarkt. Vor unserer Taverne war sie halt noch und hat da gewartet, glaube ich, oder? Ach so, sagt der Gatte. Naja, dann war das vielleicht so. War auch nicht mehr so sicher. War eine lange Nacht gewesen. Also sie ist auch nicht reingekommen. Ich fand das nur ein bisschen komisch, weil eigentlich die Almada-Stube ist ja schon ein gehobenes Etablissement, möchte ich meinen, ne? Und sie, also ich weiß nicht, ob sie eine Almadanerin war, aber sie hat halt so... Ihr Mann haut ihr von hinten eine runter und klappt sie dann auf den Arsch. Na hör mal, wir sind eine absolut gehobene Etablissement. Ja, das sag ich ja. Ja. Ja, also da kann eine wohl fein gekleidete Dame natürlich hier auch hier rein und bei uns. Die hat hier ihren Kopf reingesteckt und dann ist der Vitus ihr hinterher. Ja, das war glaube ich zur Zarstunde, ne? Das war ganz früh morgens vor Sonnenaufgang. War denn das? Ja, irgendwie so. Ja, Das ist doch schon mal ein wichtiger Hinweis. Also ihr habt die sonst auch noch nicht weiter gesehen. Und mit dem Schleier könnt ihr sie jetzt auch nicht wirklich identifizieren. Aber diesen hier, sie deutet auf das Bild von Kasim, den habe ich noch nie gesehen. Also das wüsste ich. Auch von der Kleidung. Solche Leute verkehren hier nicht.
Aber er konnte das Gesicht gut noch erkennen, ne? Das war nicht irgendwie Rowena, die einen Schleier um hatte. Nicht, dass ich mich damit. Nee, Rowena kennen wir ja. Okay, dann entschuldigt bitte, ich bin etwas verwirrt. Achso, die sahen sich schon ähnlich, möchte ich meinen. Oder? Was meinst du, Schatz? Ja, kann man schon sagen. Also, hübsch waren die auf jeden Fall. Hallo? Wenn die Frau sich kurz wegdreht, gestikuliert er so ein bisschen volle, wunderbare Rundungen. Sah sie ihr zum Verwechseln ähnlich oder war sie nur ähnlich? So. Ähnlich. Konnte man nicht gut erkennen, weil sie halt einen Schleier hatte. Ja. Aber es kann sein, dass Vitus sie verwechselt hat. Mit Rowena. Na, aber Vitus kennt doch wohl seine Freundin. Ja, war er nicht betrunken? Aber, na gut, ja, wenn sie sich so gut kennen, kann man das vielleicht ausschließen. Aber Rowena ist eine ehrbare Sonnenlegionärin, ihr wollt ihr doch wohl nichts unterstellen. Nein. Brin steht auf, ich gehe mal rumfragen, ob jemand noch die Frau mit dem Schleier und dem Hund gesehen hat. Hier in der Gegend, ich frage mal die Leute. Davor, nun, wir können uns, denke ich, alle vertrauen. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Noch ein wichtiger Hinweis vielleicht, was wir herausgefunden haben. Wir haben das Tagebuch gefunden von Vitus. Und da standen auch interessante Dinge drin. Vor allen Dingen, Herr Falk, habt ihr das noch? Selbstverständlich. Soll ich einmal vorlesen? Vor allen Dingen geht es um die Textstellen. Solange ich mir nicht ganz sicher bin, kann und will ich sie nicht der Inquisition überantworten. Ich glaube, hier gibt es wirklich... er denkt über eine Verschwörung nach, die bis in die Stadt des Lichtes geht. Und ich glaube, er hatte wohl recht. Daran beteiligt sein. Und dann redet er von einer Dienerin Ancilla. Das ist, glaube ich, eine Hesinde. Heilige der Hesinde. Heilige. Richtig. Was hat das er hatte zu bedeuten? Das hier bei sich. Mal in meiner Umhänge kramen. Und eine kleine Figur von wenigen Halbfingern Größe herausziehen. Handgeschnitzt, aber von relativ feiner Machart, die eine Heilige zeigt. Heilige Ancilla. Ist das für ihn typisch gewesen oder ist das etwas Neueres? Er war schon immer ein belesener Mann, aber ich wüsste nicht, dass er davon gesprochen hat. Ja, sie ist doch dafür bekannt, dass sie gegen die Priesterkaiser aufbegehrt. Ist das nicht ungewöhnlich für einen Prioten, ihr zu folgen? Genau, falsch schon. Sie hat nicht gegen die Priesterkaiser aufbegehrt, sondern sie hat einen religiösen Text verfasst, der es der Hesindekirche erlaubt hat, flexibel sich in die neue Priesterkaiserordnung einzufügen. Verbrannt worden ist sie trotzdem. Hui, das wird jetzt langsam ungemütlich. Habt ihr herausgefunden, ob er eventuell ein Gast des Hesinde-Tempels war, häufiger mal? Nein, das nicht, aber er hatte wohl einen Spezialauftrag, bei dem die anderen nicht, in den die anderen nicht eingeweiht waren und hat sich in letzter Zeit öfter mal woanders rumgetrieben. Von den Gardisten hat der Aritio. Der Führende hat gesagt, dass er des Öfteren in den Hesinde-Tempel gegangen ist. Da kam noch seine Bemerkung, dass das ungewöhnlich sei, aber da er nun seinen Auftrag nachging, das dann doch ungewöhnlich sei, dass lest die Zeile noch einmal vor, bitte. Je tiefer ich forsche, desto weniger kann ich glauben, was hier geschieht. Ist sie wirklich ein Teil dieser Verschwörung? Solange ich mir nicht ganz sicher bin, kann und will ich sie nicht der Inquisition übergeben. Wie weit reichen diese Kreise? Wem kann ich noch trauen? Herr Praios, vergib mir, Herrin Hesinde, schenke mir die Weisheit. Ich lege mein Schicksal in die Hände der Dienerin Ancilla. Wenn er dann wirklich im Hesinde-Tempel war, dann wird sicher... Ich weiß jetzt nicht genau, welchen Rang er innehat, aber das war so ein netter Mann, mit dem haben wir uns auch letztes Mal unterhalten, als wir hier waren, quasi im Meister Jitzkok hieß er. Ich glaube, er ist der Tempelvorsteher gewesen. Er hat uns erzählt, dass er, wenn er eine Sache mal einsehen hat, dann wird er sie sicher nicht wieder vergessen. Vielleicht kann der uns weiterhelfen. Gibt es, ist richtig. Ich komme nicht aus Gareth. Gibt es einen Schrein dieser Heiligen in einem der Hesinde-Tempel?
Das wüsste vielleicht höchstens Brief, aber ich weiß nicht, ob er so ein religiöser Typ ist, dass er mir Sünde-Tempel abhängt. Eine einfache Götterkulteprobe erlaubt es ihm, das zu wissen. Für Brynn, ja. Ja, genau. Und Falk dürfte auch, weil er auch Geräter ist. Ja. Dann dürft ihr beide eine einfache Götterkulteprobe werfen. Nicht? Falk? Keine Ahnung, ich hab's nicht so mit dir Sinn, es tut mir leid. Mir fehlen 2 Punkte. Klugheit 10. Dann wisst ihr es nicht. Wenn du willst, Schicksalspunkt hast du natürlich auch, Falk. Also du könntest das neu würfeln. Wenn du willst. Ansonsten. Ja, die beiden ersten würde ich neu würfeln. Pass auf, ich gehe jetzt raus. Ein oder drei. Ich also gehe jetzt raus und werde versuchen, Informationen zu sammeln, obwohl die Frau hingegangen ist. Vielleicht kann ich den Weg rekonstruieren, den sie hier aus der Taverne rausgenommen hat, nach der Zarstunde. Gut. Ich komme mit dir mit. Dann wir sollten gut, immer nur zu zweit wenigstens Brynn, zusammenbleiben. Die Straße runter ist die Stube der Stadtgarde, die für die Örtlichkeit zuständig ist. Mit der habe ich es auch nicht so. Ich meine, vielleicht haben sie was gesehen. Ihre Patrouillen werden wohl dort am häufigsten zugegen sein. Gerade zur Nachtzeit. Ich glaube, wenn die Frau mit einem dämonischen Hund durch die Gegend läuft, wird sie nicht so dumm sein, in die Wachstube der Stadtgarde reinzurennen. Nein, nicht, nicht rein. Aber wenn die Gardisten hier patrouillieren, nachts sind wenig Menschen auf den Straßen, normalerweise. Dann muss jemand die Wachleute befragen, aber das tue ich nicht. Ich halte mich von Wachen fern. Ich kann das machen. Dann komme ich mit dir. Du musst mir. Kommst du in der Richtung hier Sündetempel irgendwann am Preistempel vorbei? Ach, welchem? Die Stadt ist voll davon. Ja, das war, ist mir doch egal welcher. Ich will nur, dass meine Waffe geweiht wird. Aber nein. Die Priesterkaiser Noralex-Sakrale liegt aber nur ein kleines Stück vom Pentagon-Tempel entfernt. Na dann. Rede ich mit den Wachen und danach wäre es von Vorteil, wenn du mich da hinführen könntest. Ich muss sowieso in diese Richtung. Ich muss ein Schreiben bei den Beilunker Reitern abgeben. Oder so. Seine Familie Gut. Und die Akademie müssen Bescheid wissen, was geschehen ist. Gut, dann werde ich ebenfalls mitkommen und mit dem Hesindegeweihten sprechen. Doch jemand, der eine Weihe auf seine Waffe bedarf, soll ich irgendeine Waffe mitnehmen? Ich denke nicht, dass sie das einfach so tun werden. Wenn wir sagen, dass die... Wie heißt sie, diese Inquisitorin? Den Namen sollte ich haben. In ihrem Auftrag unterwegs sind, es soll... Glimpira also, Steinhauer. Habt ihr ein Siegel oder so etwas? Ich meine, sie sind sicherlich... nicht per se misstrauisch, aber da könnte ja jeder kommen. Ich würde euch begleiten. Eventuell reicht das. Vielleicht kann mein Baronstitel mal nützlich sein. Ja, das wäre vielleicht vom Vorteil. Die das heißt, zum Hesindetempel gehen wer? Etilio? Kasim? Ja. Ah, wie Gott gerade gesagt, das ist eigentlich mit genau, dir, oder? Wenn der auf dem Weg ist, genau in Richtung Stadt des Lichts, genau, da gehen wir damit. Was machen die anderen 4? Ja, ich würde entweder mit Travio mitgehen wollen oder ihm meine Waffe geben, damit er sich um die Weihe kümmert. Aber ich würde mich noch von Brynn hier zur Tempel, zur Stadtgarde führen lassen wollen. Brynn, wenn du dich umhören möchtest, dann kann ich ihn auch zur Stadtgarde bringen. Ich denke, da finde ich ihn auch noch hin. Okay. Wenn du mit der Stadtwache zu tun haben willst, gerne, bitteschön. Dann ist der Einzige, von dem wir nicht wissen, was er jetzt gerade macht, Zaron. Ich begleite Brynn auf der. Einfach damit wir nicht alleine bleiben. Yep. Und wir uns dann aufteilen. Klar. Wirf mal einen W20. Wenn es höher als eine 10 ist, kommt die Gruppe am Hesindetempel zuerst dran.